Hallo, liebe Interneter, und willkommen zurück bei Fallout 4. Schauen wir mal, ob Nick Valentine, das arrogante Arschloch, jetzt mit uns sprechen mag. Oder ob er uns wieder verschmäht. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Ja. Da ist die stählerne Bruderschaft. Und wieso ist sie hier? Weil sie uns retten wird. Nee, keine Ahnung. Können wir das klauen? Ja, bringt uns aber nicht viel. So, Nick, ich bin echt ein bisschen angefressen. Du hast uns da voll allein gelassen, obwohl du uns begleiten wolltest. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Leider habe ich gerade alle weggegeben. Tut mir leid. Pech gehabt. So, Nick Valentine, du beschissenes Arschloch. Ich kam zu spät. Du hattest recht. Ist deine Schuld, Mann. Wo anfangen? Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut. Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Kann man die nicht irgendwie übergehen? Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Kellogg? Er hatte Zugang, aber er ist tot. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Ich bereue es nicht. Aber sowas von nicht. Ich hatte keine Wahl. Ich würde es jederzeit wieder tun. Was jetzt? Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Das ist ja geil. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Dr. Amari? Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob es funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Habe schon etwas. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nur machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Du warst ja eine super Begleitung beim letzten Mal. Ich glaube, ich frage nochmal, was die Höhle der Erinnerung genau ist. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Treffen wir uns doch einfach dort, bitte. Ich mache mich allein auf den Weg. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht.
Ach, übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Ja, klar. Komm schon, Nikki. Ich will nur deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. What? Was ist passiert? Oh Mann. Manchmal ist es echt ein bisschen... Da haben sie leider noch ein paar Bugs drin. Was die ganzen Dialoge angeht. Geh mal weg. Also wir können mit Piper gleich mal reden. Wegen dem Interview. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Mit mir reisen? Nein, gehen wir... Vergiss es, mit mir reisen. Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Okay. Weißt Vergiss du, es. Egal. Du weißt ja, wo du mich findest. Wir brauchen irgendwann mal ein anderes Outfit. Ich finde das nämlich echt hässlich, was wir anhaben. So, und da hinten ist die Höhle der Erinnerung. Gut, dass wir da schon in der Nähe waren. Könnten wir eigentlich schnell hinreisen, oder? Machen wir das doch, hm? Oder haben wir noch ein paar andere Missionen? Ich möchte jetzt nicht die Hauptstory so durchpushen. Sprich mit Piper. Wenn wir die jetzt aktiv haben, können wir damit ihr wegen dem Interview reden? Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar, gehen wir. Wird gemacht. So, folgt sie uns jetzt? Hey. Hm? Ja. Hey, reden. Piper. Ist alles klar, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Wegen deines blauen Anzugs? Du bist ein Waldbewohner. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Außerdem folge ich dir sowieso schon die ganze Zeit. Dann könnte ich gleich ein paar Zitate sammeln. Willst du mich heiraten? Was gehört denn dazu? Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Na klar, warum nicht? Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Eisig. Das war normal. Wir waren im Kälteschlaf. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Der Krieg? Ja. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Scheiße. Lustig, Sachen zu zerstören, ist scheiße. Ihr lebt alle in rostigen Hütten, bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Okay, was für ein schönes Zitat. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführung? Das gibt's doch nicht. Rache nehmen? Nicht die Hoffnung verlieren. Einen Tag nach dem anderen. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wir sollten am besten los. Danke nochmal. Gerne. Sehr schön, haben wir das auch endlich geschafft. Gut. Hören wir uns mal die Militärfrequenz an. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance. Oh. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Kann Cambridge anzufinden. Du musst es nur sagen. Alles klar, dann werden wir mal zum Dancer. Finde ich gerade ein bisschen interessanter. Melde dich bei Paladin Dance.
So, Polizeirevier, sehr schön. Ziemlich langweilige Folge bis jetzt. Aber es muss nicht immer nur Action sein. Wir haben jetzt das tolle Interview gegeben, wo wir auch meiner Meinung nach recht ehrlich geantwortet haben. Denn es ist wirklich scheiße da draußen verglichen zu vorher. Meine Frau ist tot, mein Sohn entführt, ich war 200 Jahre lang eingefroren, mein Zuhause ist kaputt, die Welt ist nur noch ein Abschaum, es wird gemordet, es wird geplündert, es gibt Ghule, Supermutanten, andere mutierte Tiere. Was soll daran bitte gut sein? Wer, sag ich denn nur wer? Und wir spielen leider viel zu gut eigentlich und müssten auch voll das Badass sein. Aber ich traue mich nicht. Schau dir die Brandflecken an. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Wer bist du? Der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Sehen wir die hier irgendwo? Haben die hier geparkt? Schauen wir mal nach. Nee. Dann gehen wir mal rein zu Mr. Dancer. Rhythm is a dancer. De, 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 de. You can feel it in the air. Oh. Paladin Dance. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Hallo. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Deine Erwartungen, du wolltest... Nee, ich weiß es immer noch nicht. Noch immer kein Interesse? Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Okay, das löst dann wahrscheinlich eine riesige Questreihe aus. Insofern machen wir das mal ein bisschen später. Ich will runter jetzt hinzugehen. Oh Mann. Jetzt weiß ich wieder, was ich modifizieren wollte. Und zwar das Scharfschützengewehr. Aber das müssen wir nicht mehr, weil wir das neue haben. Sniper 2. Jawohl, mit der Nachtvision. Hammergeil. So, trotzdem fehlt uns da jetzt eine Waffe auf den Favoriten und das sieht natürlich scheiße aus. Und da setzen wir jetzt mal die Tommy hin, glaube ich. Alle anderen müssten wir favorisiert haben. Flinty ist dabei, jawohl. So. Dann suchen wir uns eine neue Mission aus. Die war nämlich scheiße. Der Vorhang fällt. Gehe zum Funkreiten. Gehe der Funkreiten. Gehe der Funknachricht nach. Mann! Gib Sheffield eine Nuka-Cola. Untersucht das Museum der Hexerei. Ah, okay, das waren die ganzen Zusatzdinger. Warte mal. Triff Abbott bei der Mauer. Nee, will ich jetzt nicht. Vielleicht haben wir unterwegs... Mann, irgendwas. So, das brauchen wir nicht. Museum der Hexerei klingt eigentlich... Oh, das ist ja am Arsch der Heide. Heiderdaus. Nein! Okay, ich soll meine Punkte auch auf Glück setzen. Sagt mir Klinky, der hat gerade eine Waffe gefunden mit 75 Schaden. Voll geil. Na gut, wir gehen mal zu Fuß, würde ich sagen. Einfach zu der neuen Quest. Da wird eh genug passieren, insofern... Wird das witzig? Wer bist du? Du warst der Typ, der die Hunde verkauft, oder? Hi, Jean. Jean. Wow. Fuck! Seht ihr, es wird genug passieren. Holy moly! Mich auch. Mich auch. Alter, du doofer Hundezüchter. Warum trittst du in der Splitterwiese? Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Nee, ich sehe aus, als könnte ich einen Stimpack vertragen. So ein Arschloch. Nicht zu fassen.
Alles okay mit dir? Ah, da ist noch ein Ghoul. Bitteschön. So ein Trottel. Geil, voll der alte Sportwagen hier. Hallo. Pfeffermühle. Ich suche Munition und Wackelpuppen. Und anderen nützlichen Käse. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Und wieso folgt mir jetzt die eigentlich? Das wollte ich gar nicht, die Piper. Ich wollte einen coolen Folger haben. Und kein Mädchen. Hallo. Passiert hier irgendwas? Nicht. Ah, wilder Ghoul. Den schalten wir nochmal mit unserem Sniper 2 aus. Mist. Bleib stehen. Ah! Hilfe! Holy moly! Shit! Und ich wollte ihn ganz gechillt snipern. Forget it. Ach, immer wieder lustig. Krass. So, Ghoulkiller. Komm mal wieder zum Einsatz, mein Freund. Wir brauchen dich. Das ist ja nicht zu fassen. Komm da auf einmal gefühlt 2000 Ghule. Du lebst noch, oder? Nee. Ah, was haben wir da? Ist auch alles rot. Hier wollte ich jetzt eigentlich mal rein. Ins Krankenhaus. Wollen wir uns das mal anschauen gehen? Weil ich Munition sparen möchte, Klinky. Klinky hat gefragt, warum ich im Nahkampf nicht die Flinte nehme, einfach. Das Gute an den Ghoulen ist, dass man denen wirklich die Füße wegschießen kann. Wo ist denn jetzt die beschissene Bleefliege von innen? Da! Da war noch einer. Warte, nicht sag's. Oh, da sind ja noch wohl viele. Nice. Gut gemacht. So, ab ins Krankenhaus jetzt mal. Schauen wir uns das nochmal an. Ah. Wieder ein bisschen das Ödland erkunden. Jetzt haben wir ein bisschen die Hauptstory weitergespielt. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, was ihr wollt. An Missionen. Ob wir nur erkunden sollen. Hallo. Hier gibt's doch bestimmt eine Wackelpuppe. Oder anderen nützlichen Stuff. Die Kiste da sieht schon mal sehr interessant aus. Red Eggs. Okay, was war das? Wir können ja mal die Pistole vom Kellogg verwenden. Mal gucken, was die so drauf hat. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ja, das hier. Ach Gott, der spart schon wieder. Gold. Fuck. Soap. Fuck. Guru. Fuck. Auf ein neues. Move. Fuck. Left. Shit. Unit ist es, Unit. Bin drin. Sag ich doch. Türsteuerung. Öffnen. Wer ist da? Niemand. Nice. Guten Tag. Radar abschauen. Geil. Hm? Nee, nee, alles gut. Nichts passiert. Hä? Hm? Hm?
Servus. Mist, Mist, Mist. Gut, wir nehmen doch lieber den Ghoul-Killer. Machen hier mal die Tür auf. Fuck. Gott sei Dank bricht das Schloss nicht kaputt, wenn man die Haarklammer bricht. Oh, shit. Haha. Da oben. Komm, ein Treffer noch. Jawohl. Noch irgendwo einer? Nee, erstmal nicht. Sehr schön. Komm mal her. Eichhörnchen am Stiel, sehr gut. Eine Waffenwerkbank. Den nehmen wir mal mit. Okay, da ist die Treppe. Nuka-Cola-Automat. Nee, das war gar kein Nuka-Cola-Automat. Was ist denn das? Willkommen, Belohnungsmaschinen für Buchrückkehr. Aha. Können wir hier überfällige Bücher zurückgeben? Möchten Sie Ihre gesamte überfälligen Bücher zurückgeben, ja? Das ist ja praktisch. Die findet man ab und zu irgendwo. Dann kann man die jetzt zurückgeben und kriegt dann wahrscheinlich... Da bist du ja. Geld für ein Sturmgewehr. Nice. Oh, oh. Weil wir gut sind, Piper, weil wir gut sind. Rüstungswerkbank. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Okay, wir sind immer noch im Gefahrenmodus. Weg. Einfach so. Piper, kommst du klar oder was? Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Voll mit Blut zu sein? Wer weiß es, wer weiß es. Passiert jedenfalls öfter, wenn du mit mir zusammen gehst. Hi. Ah, von hier sind wir gekommen. Alles klar. Schön schleichen, Piper. Mach hier keinen Blödsinn. Wir müssen zusammenarbeiten. Klang nach einer Mine oder so. Danke. Ah, macht das Spaß, einfach irgendwelche Sachen hier zu erkunden. Finde ich fast noch geiler als die richtigen Missionen. Wenn man so ein bisschen auf eigene Faust unterwegs ist. Ein Zeitungsständer und Vorkriegsgeld. Ah, hier können wir mal eine Stunde pennen. Sehr gut. So, wieder fit. Macht man ja auch so, ne? Jetzt gehen wir nochmal aufs Klo. Und dann reiten wir los. So, haben wir noch? Da unten ist ein Safe. Sehr schön. Falsche Richtung. Jawohl, danke. Schön. Super. Super, super. Dann geht's jetzt ab nach oben. Das ging da hinten irgendwo, ne? Oh. Protector. First Aid Protector. Aha. Den kenne ich aber auch noch nicht. Klinky, danke für den Hinweis. Er meint, man kann das Vorkriegsgeld auch sammeln und kriegt Stoff dafür. Man kann es auch sammeln und kann es weiterverkaufen. Geht auch. Kriegt man halbwegs viel Geld für. So, da war die Toilette, alles klar. Lassen wir den einfach mal ein bisschen rumrennen, den Pappkamerad hier. Und wir gehen mal nach oben. Ich hoffe, dass wir hier noch die große Bonustruhe finden. Mit urvielen Stimpacks und allem drum und dran ist ja schließlich ein Krankenhaus oder die Wackelpuppe für Medizin.
Wäre auch geil. Mal umkicken. Ah, wahrscheinlich haben die Raider schon alles weggemopst. Die Mopsmännchen. Genau, hier war der Turm. Danke. Hirschleder-Outfit. Hi. Ich brauche Stimpacks. Also eigentlich brauche ich keine, aber ich würde mir gerne mal anschauen. Cooler Roboter. Auf den Kopf gefallen ist er nicht. Ah, ein Zünd liegt ja auch noch. Okay. Gut, Stimpack scheint es hier keine zu geben. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Was ist das da? Schachtel Chick. Ah, guck mal hier, eine Box. Right away. Jop. Kommen wir da rauf? Nee. Also da rein, meine ich. Ah, fuck. Na gut, raus hier. Hat sich nicht sonderlich gelohnt hier drin. Paar Raider umgenietet und das war's. Und wieder raus. Jop. Trotzdem mal interessant gewesen. Oh, wir haben schon wieder 25 Minuten. Die Zeit verfliegt bei dem Spiel. Das ist irre. Ah, ich würde mal sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Hab grad Bock. Wenn der Ladebildschirm nicht wäre. Ah, die sind Gott sei Dank nicht so lang wie bei Unity. Stellt euch das mal vor, ey. Jedes Mal raus und rein aus dem Haus und dann muss er erstmal gefühlt 10 Minuten warten. Am PC wird es wahrscheinlich schneller sein. Das war schon bei Fallout 3 so. Sehr schön. So, sicherlich wieder alles voller Gule hier draußen. Nö. Relativ ruhig. Schön umgucken. Und immer darauf achten, dass keine Splitterminen hier rumliegen. Ah, eine Raider-Siedlung. Hallo, gibt's hier was zu holen? Nee. Hier waren wir anscheinend schon. Oder? Ja. Ah, hier waren wir, glaube ich, damals mit dem... Na, wie heißt er? Ihr wisst schon. Preston. Genau. Presswurst. Können wir schon wieder was verbessern? Ah, da hätten wir sogar wirklich den Stecherabzug verbessern können. Ah, der macht weniger Damage. Den kriegen wir sogar bis mit einem 45er Verschluss. Ist aber natürlich bescheuert. Weil wir dann anderen Munitionstypen bräuchten. Da habe ich keinen Bock drauf. Sniper 2, wollte ich mal gucken. Das ist schon der verlängerte Lauf, ne? Kriegen wir den da noch länger? Ich weiß nicht, das sieht immer so... 38er Verschluss. Okay, macht dann weniger Damage. 50er Verschluss erhöht den Schaden. Tommy! Tommy, dich wollten wir auch mal verbessern irgendwann, hä? Ja, müssen wir mal machen. Und du bist ganz neu dabei, unser kleines Sturmgewehr. Auch geil. Bin ich mal gespannt, wie wir das noch umbasteln können. Mächtiger Automatikverschluss, Alter, ist das irre. Zeig mal den Lauf. Ist das geil, oder? Was man da alles basteln kann, das ist so irre. Fernrohre können wir noch aufsetzen. Krass. Unser Jagdgewehr. Gut. Müssen wir mal irgendwann uns eine Folge Zeit nehmen und ganz viele Materialien suchen.
beziehungsweise kaufen. Und wir müssen jetzt einmal die Aufgaben durchgehen. Gefährliche Gedanken, genau, das war unsere Mission. Weil er mir irgendwie 2 Punkte anzeigt. Was ich nicht so ganz verstehe. Wieso er das tut. Wollen wir da rein? Nee, ich hab keinen Bock drauf. Wieso zeigt er mir auf der Map 2 Missionsziele an? So, da müssen wir hin und er zeigt mir hier oben aber auch noch irgendwas an. Achso, ich habe 2 Sachen ausgewählt, alles klar. Das müssen wir mal ändern. Und zwar war das bei Sonstiges, glaube ich, ja. So, sonst finden wir ja nie die richtige Mission. Und hier unten lässt sie noch irgendwas... Ah, Mist, echt, wir brauchen ein Scharfschützengewehr mit. Meine Güte, Blue, willst du sterben? Verschwinden wir von hier. Oh mein Gott! Meine Güte, Blue, willst du sterben? Nein, warum? Ist doch lustig! Ist doch super lustig! Komm her! Wow, Piper, da kommen noch mehr. Pass bitte auf. Nein, noch nicht. Du? Da sind gerade ganz viele rausgekommen. Wo sind die alle? Da kommen sie. Passt. Das Bein ist weg. Passt, das Bein ist weg. Und da kommt der Strahlemann. Oh oh. Strahlemann hat aber ein sehr robustes Bein. Ach, du machst das schon. Alter, was hält der aus? Strahlemann, wo bist du? Da bist du ja! Scheiße, wir sind gleich down. Nein. Passt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. War wahrscheinlich nicht die beste Idee, so eine riesige Google-Gruppe anzugreifen, aber no risk, no fun, ihr kennt mich. Also bis zum nächsten Part. Ciao, baba.